Seit Wochen geregnet, wie in meinem Herz. Die Nachrichten geschaut und ich fühle Weltschmerz. Von Gerechtigkeit fehlt jede Spur. Der Mensch im Leid, wir verdursten im Nu. H2O. H2O. Niemand kann es besitzen, weil es fließt. Sie holen sich's doch, verpestet mit Milliarden, doch niemand sieht. Noch. Ich entscheide mich fürs Leben, damit Wunder passieren. Ich kann die Welt nicht sofort ändern, aber mich selbst korrigieren. Denn der Regen in meinem Herzen hat einen Grund. Er lässt mich fühlen, damit das Unrecht nicht verstummt. H2O. Tiefes Blau, es füllt die Sehnsucht aus. Mein Lebensdurst, ich bin bereit, viel mehr mit dir zu teilen. Sehr berührend, dass wir das heute hier gemacht haben, jeder für sich in der Gruppe, und ich finde es auch ganz bezaubernd, dass es jetzt wie eine Welle in die Welt geht. Vielen, vielen Dank dafür. Man spürt so eine Lebendigkeit dabei. Heute habe ich sehr schöne Erfahrung gehabt, im Wasser zu sein, Wasser in der Hand zu halten, in einem Gefäß und gleichzeitig nachzudenken, wie wichtig für mich das Wasser ist, nicht nur zu spüren und im Wasser zu sein, sondern auch gleichzeitig beide Sachen, sozusagen ruhig zu stehen und Zeit dazu zu sich zu nehmen, wie wichtig das Wasser für mich, für die Welt ist und wie kann ich mit dem Wasser umgehen. Eine Menschenkette stellt sich in einer Linie auf ans Wasser und schöpft gemeinsam der Reihe nach Wasser aus dem Meer, aus dem Fluss, aus dem Teich, aus dem See. Und ich habe sofort Ja gesagt, das hat mich sehr bewegt. Bewegt hat mich vor allen Dingen das Projekt, das weltweit läuft, da einfach ein Teil davon zu sein. Was mich berührt hat, war vor allen Dingen, dass es am Rhein war, diesem großen Fluss, der ins Meer mündet. Er floss vollkommen ruhig vor sich hin und es war eine ruhige Atmosphäre und wir standen alle ganz gebannt nebeneinander, manche ganz in sich gekehrt. Auch das fand ich sehr schön. Wir sind einfach, habe ich das Gefühl gehabt, in diesem Bewegen, in diesem Tun, in diesem sich bewegenden Fluss zur Ruhe gekommen. So habe ich es empfunden. Uns alle verbindet das Wasser. Und ich glaube, das heutige Projekt hat uns auch alle irgendwie geerdet. Wir haben dieses Gefäß in den Händen gehalten, Wasser geschöpft und hat man eigentlich erst mal gemerkt, wie wichtig Wasser ist und wie wertvoll. Und genau diese Wertschätzung fand ich eigentlich das Tolle, in der Gruppe zu sehen, wie jeder das Element in den Händen hält und wie jeder weiß, dass es Leben bedeutet. Wow, ich bin jetzt da und ich genieße das, was das Universum zu bieten hat. Die Tatsache, dass diese Aktion, diese Bewegungen von anderen Menschen, die mir nahestehen, die ich teilweise kenne und teilweise erst heute kennengelernt habe, das mit mir machen, das löste was aus, was für mich wie ein Anfang einer Welle, nicht nur eine Wasserwelle, sondern eine vielleicht internationale Welle angefühlt hat. Ja, und heute
ist es passiert. Heute haben wir den Pilot gestartet, den Pilot in Deutschland für Life ist H2O. Ein internationales Projekt, angestoßen von Change-Leadern aus dem Tessin. Eine Gruppe von Männern und Frauen, von Unternehmerinnen und Unternehmern hier aus der Region Mannheim hat sich heute Morgen um 7 getroffen am Strandbad in Mannheim und wir sind gemeinsam ins Wasser gegangen. Warum? Weil wir eine Welle machen wollten, nämlich eine Welle für das Thema Wasser, für das Bewusstsein, dass es braucht, auf der ganzen Welt, wie wertvoll die Ressource Wasser ist. Wasser ist Leben. Ich bin auf jeden Fall wirklich beseelt von dem, was heute passiert ist. Ich hoffe, dass es ganz viele Nachahmer findet, die genauso ins Wasser gehen, egal wo sie sich gerade aufhalten, um dieses Projekt nach vorne zu tragen und das Bewusstsein in der Welt zu schärfen für die Notwendigkeit, dass wir alle etwas für unsere Umwelt tun müssen.